Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fastlife 2 Box von AZ und Albi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fastlife 2 von AZ und Albi, das Ganze am 18. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, der erste Teil erschien vor etwas mehr als 2 Jahren, im März 2018. Fastlife von AZ. Dazu gab es ja auch eine Box, die habe ich euch bereits vorgestellt. Und jetzt ist es an der Zeit für Fastlife 2, den Nachfolger, den AZ allerdings nicht allein bestreitet, sondern hier hat er seinen Bruder dazu geholt, Albi. Gut, als erstes werden wir mal das Ganze aus der Folie holen. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, das ist die Box, kommt hier im Querformat. Es sieht von der Optik so aus, als wären hier irgendwie so kleine Macken oder Farbfehler drin, aber das ist hier wirklich beabsichtigt. Also diese Schrift hat hier rundum noch so ein paar kleine Partikel, die hier rumfliegen auf der Box, und das gehört hier zum Design. So, oben links lesen wir einmal AZ und Albi, dann hier in der Mitte groß Fastlife 2 in so einer, ja, Regenbogen-Optik. Und hier unten dann Parental Advisory Explicit Content, also ein Verbraucherhinweis auf Englisch. Dann das Logo von AZ und Albi, was mir gerade auffällt, dass die Schrift echt so diesen Rainbow-Stil hat, wie auch mein Messer mehr oder weniger. Netter Zufall. So, auf der Seite auch nochmal das Logo, AA, AZ und Albi, AA und AZ und Albi. Gut. Auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier einmal den Barcode und dann hier die Labels und die Logos. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box ist im Querformat, der Boxdeckel ist abnehmbar, nicht zu klappen. Von innen schwarz. Und dann kommen wir auch direkt zum Boxinhalt. Also, als erstes, es riecht schon ziemlich intensiv hier. Wir haben hier als erstes einmal ein Shirt mit dabei. Dann haben wir zum zweiten einen Schlüsselanhänger, und jetzt wissen wir auch, woher dieser intensive Geruch kommt, denn wir haben hier einen Duftbaum. Ja, obwohl der noch in der Folie drin ist, riecht er schon gewaltig. Das Album Fastlife 2, dann haben wir hier ein Poster und noch ein Büchlein Fastlife Geschichten aus dem Knast. So, von innen die Box in schwarz, packen wir den Deckel wieder drauf und dann schauen wir uns direkt mal an, was wir hier so alles haben. Also das Album kommt noch verschweißt, ebenso das Buch und auch der Schlüsselanhänger. Der Duftbaum auch, den werde ich allerdings jetzt mal in der Folie drin lassen, weil sonst riecht das hier noch brutaler, reicht mir so schon der Geruch. So, dann schauen wir mal, dass wir hier die Folie aufreißen. Und dann haben wir eben noch das Buch und das Album. So, einmal hier beim Büchlein einschneiden und dasselbe natürlich beim Album. Gut, und dann kann es auch schon losgehen. Einmal die Folie beim Buch abziehen. Einmal. Und dann natürlich beim Album. So, und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, wir haben hier ein reguläres Jewelcase. Das Cover ist anders als das Boxcover. Und zwar haben wir hier die beiden Interpreten, die sich hier mehr oder weniger gegenüber sitzen. Sieht so nach Gefängnis aus. Da gibt es ja diese Besucherzonen, wo man dann entsprechend mit seinem Telefon miteinander reden kann. AZ und Albi, Fastlife 2, dann wieder Verbraucherhinweis und das Logo. Auf der Seite sieht das Ganze so aus und auf der Rückseite die Tracklist. So, wir haben hier 14 Tracks durchnummeriert, keine Features, soweit ich weiß, also sind alles Soundtracks von den beiden, ohne irgendwelche Fremdbeiträge. Dann hier nochmals die Logos
Und natürlich hier wieder der Barcode. So, einmal ins Innenleben. Wir kommen zum Booklet. So, was haben wir hier? Einmal ein Foto, beide hier mit einem Lamborghini. Ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, aber ich glaube, das ist ein Huracan. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Bei Lamborghini bin ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz so drin in der Thematik. So, dann haben wir hier die beiden Interpreten nochmal im Partnerlook. Dann die einzelnen Tracks mit den Infos, wer das Ganze produziert hat. Also die Produzenten hier darunter angeführt. Dann geht es hier weiter. Nochmal ein Foto, die Infos, die Credits zum Album. So sieht das aus. Und dann hier noch eine kurze Danksagung. Das alles hier widmen wir unserer Familie. Danke an unsere Mutter, die eine wahre Kämpferin ist. Danke an unsere Schwester, die immer an unserer Seite steht. Und an unseren Vater. Wir hoffen, du schaust uns von oben zu und bist stolz, so wie wir es jeden Tag auf dich waren. Wir werden dich nie vergessen. 2020, AZ und Albi. Ja, hat man damals wahrscheinlich mitbekommen, dass der Vater von AZ, dementsprechend auch der Vater von Albi, vor einiger Zeit gestorben ist. Und dann haben wir hier die CD. Und natürlich die Rückseite wieder in schwarz. Gut, so viel zum Album. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Büchlein. Das ist hier so ein Hardcover-Buch. Also ist wirklich hier so gebunden. Fast Life, Geschichten aus dem Knast. Hier in der Mitte. Einmal Albi und einmal AZ. Warum auch immer AZ, Albi hier sein Shirt ausgezogen hat, man weiß es nicht. Erzählt von AZ, aufgeschrieben von Moritz Wilken. Dann haben wir noch diverse Herrschaften rundum. Okay, auf der Seite in schwarz. Und auf der Rückseite, ja, haben wir dann noch Infos. Ich werde das jetzt nicht ganz zeigen. Hier lesen wir wieder Fast Life 2. Und darunter haben wir noch einen QR-Code und entsprechende Zugangsdaten. So, das Ganze hier in weiß. Danke an euch alle, dass ihr das hier möglich macht. Danke für euer Vertrauen und den Support. Ihr alle seid ein Teil von Fast Life. Wir haben die letzten Monate jeden Tag zusammen an diesem Projekt gearbeitet. Seite an Seite, dieses Album ist mehr als ein Kollabo-Album. Es ist unsere Geschichte. Zwei Brüder, ein Ziel, AZ und Albi. So, dann geht's hier los. Das schnelle Leben, also Fast Life. Und dann haben wir eben jede Menge Text. Also so eine Geschichte von AZ, was er so erlebt hat, beziehungsweise was so die Gründe waren, warum er ins Gefängnis gegangen ist und natürlich dann auch, wie es ihm dort ergangen ist in Haft. Also jede Menge Text hier und natürlich dann auch noch Fotos. Ja, so sieht das aus. Gut, so viel zum Buch. Als nächstes haben wir einen Schlüsselanhänger, der kommt hier in weiß und schwarz, ist so Kunststoff, einseitig bedruckt. Und dann haben wir noch so einen dicken Schlüsselring. Den kann man sich dann dran machen, entweder an den Schlüssel oder auch wo auch immer, an die Kleidung, an die Tasche, an den Rucksack, wo immer man möchte. Gut, als nächstes haben wir ein T-Shirt, das kommt hier in schwarz und auch hier wieder der Albumtitel in dieser bekannten Schrift, in dieser Regenbogenoptik. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, also auch hier alles in glatt schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Premium Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Die Größe L war nicht irgendwie auszuwählen, sondern es gab wirklich nur Größe L, also es gab keine unterschiedlichen Größen. Alle Shirts kamen hier in derselben Größe, also standardmäßig L hier in der Box. Shirt packen wir wieder zusammen. Der nächste Boxinhalt, der ist dafür verantwortlich, dass diese Box so intensiv riecht. Und zwar ist das hier so ein Duftbaum. Auch dieser hier in dieser Fast Life 2 Optik. Wichtige Informationen und Gebrauchsanweisungen für Duftanhänger. Okay, gut. Ja, Duftbubblegum. Also es riecht hier wirklich extrem danach, so nach Kaugummi und so. Ja, individuell. Manche mögen es, manche eher weniger.
Ich finde den Duft so, naja, also es riecht auf jeden Fall irgendwie erfrischend, aber ich glaube, so auf Dauer geht mir das etwas auf die Nerven, was den Geruch betrifft. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall ins Auto hängen oder wo auch immer. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster mit dabei, das recht groß ist. Und zwar haben wir hier das Poster, das Cover, was wir von dem Buch kennen. Also genau das Cover des Buchs. Wir schauen nochmal ganz kurz, Moment. Wir erinnern uns, so sieht das aus. Ist sogar etwas weiter das Poster, denn der gute Mann hier oben links ist hier etwas abgeschnitten. Und hier, kann man nicht wirklich sehen, Moment. Und hier ist er voll oder mehr zu sehen zumindest. Ja, so sieht das aus. Das ist das Poster in schwarz-weiß, recht groß und eben im Querformat. Die Rückseite ist weiß. Also einseitig bedrucktes Poster im Querformat. Gut, packen wir auch das wieder zusammen. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir diesen Duftbaum, diesen Anhänger hier. Das Shirt in der Größe L in Schwarz. Dann das Buch Geschichten aus dem Knast, Fast Life von AZ. Auf der Rückseite, wie gesagt, dieser Code und diese Zugangsdaten zu dem Interview. Dann haben wir den Anhänger hier, den Schlüsselanhänger in Weiß und Schwarz aus Kunststoff. Und natürlich das Album an sich, Fast Life 2, im regulären Jewelcase mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Fast Life 2 von AZ und Albi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AZ und Albi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.